Hallo, meine Freunde der Sonne, weiter geht's. Das ist schön. Er macht jetzt, genau. Patient trifft in der Psychiatrie ein. Es werden ja Patienten sein und der macht Pause oder was? Alter, ich sehe gerade, dass hier übelste Müll rumliegt, ne? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Scheiße, warte mal. Der hat Instandhaltung 2. Ich müsste mal, was ich mal ganz kurz hier machen müsste. Warte mal. Instandhaltung war doch Reparatur, ne? Genau. Genau, das darf er machen. Boah, ja, gießen kann er auch. Müll entfernen erlaubt. Abfall entfernen auch erlaubt. Nee. Nee, nee. Ja. Nee. Möchten. Und nicht, wie sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Mach mal so. So ist okay. Und wir haben natürlich jetzt gerade aktuell nur einen Psychiater, weil der andere Psychiater natürlich in der Pause ist. Okay, wir kümmern uns mal jetzt hier um einen ordentlichen Warteraum. Ne, also, das ist mir hier alles, das ist mir hier nichts. Aber ich würde sagen, dann nehmen wir doch lieber die, oder? Warte mal, wir können ja mal gucken wegen Bänke. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Bambusbank ist jetzt auch nicht so cool. Die Bänke sind jetzt, weiß ich nicht, violette Bank haben wir, silberne Bank haben wir, Bambusbank. Ist, ja komm, wir nehmen mal eine Bank, komm. Oh, sehen die scheiße aus. Okay, die sehen kacke, die sehen wirklich kacke aus. Scheiße, egal, scheiße. Okay, dann nehmen wir die doch nicht. Ach komm, dann nehmen wir halt die. Machen wir das so. Ein Arzt wird in der Radiologie benötigt. Okay. Warte mal, der Abstand hier auf der Seite ist. Warte mal, der ist größer, ne? Warte mal, wir machen den mal hier ein bisschen kleiner. So, hier machen wir den auch mal kleiner. Jetzt ist die Frage, wir können natürlich Musterberuf für meisterhafte Manieren, um das richtige Führen von Telefonanrufen, insbesondere Anrufen. Geht das nicht näher ran? Der ist nur so. Wieso ist doof? Sprechen Sie mit ruhiger und klarer Stimme, bestenfalls mit einer solchen, die Ihnen für Ihre täglichen Angelegenheiten. Hier gibt's Energy-Getränke, hier gibt's Schneckorino-Automat. Sie jederzeit höflich. So. Außerdem keine Schimpfnamen an den Kopf. Machen wir hier einen Mülleimer hin. Nee, machen wir nie. Oder nie. Dann machen wir hier einen hin. Hier machen wir jetzt erstmal keinen hin. Heizkörper, wir wollen definitiv hier. Ah ne, die Kleinen passen auch nicht mehr rein, oder was?
Machen wir so. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Dann machen wir hier nochmal eine kleine Heizung rein. So. Es reicht erst einmal. Okay. Dann zum Lesen hier was. Können wir auf der Seite auch nochmal einmal ran machen. So. Können wir hier. So. Blümelein hinmachen. Ja, können wir hier ein Bild hinhängen. Zeichnungen können wir auf die Seite machen. So. Treibhaus und ein Booster. So. Okay. Dann können wir hier noch eine Uhr hinmachen. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Und hier machen wir sowas nochmal hin. Okay, da haben wir schon mal. Ja. Ein kleines Wartezimmer. Ist jetzt nie so ein schickes Wartezimmer, aber ey. Man soll sich ja nie immer beschweren hier, ne? Hier dürfen die nochmal telefonieren, wer muss. Hier darf auch nochmal telefoniert werden. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Wie sieht denn das hier aus mit. Soll ich mal ganz kurz gucken? Mit Bänken, wenn ich jetzt hier sage. Würde funktionieren, okay. Ist natürlich hier sehr, sehr eng, wenn ich jetzt noch hier Bänke hinmache, aber. Wir machen es trotzdem. Können wir hier nämlich noch einen Mülleimer hinmachen? Ah, ich glaube, wir brauchen hier. Nee, hier ist warm. Okay, hier ist warm. Hier hinten ist noch kalt. So. Okay. Problem ist halt so ein bisschen, unsere Allgemeinmediziner sind halt komplett wieder überlastet. Das heißt, brauchen wir nicht. Wir bräuchten noch einen Allgemeinmediziner. Das wäre noch. Naja, okay. Das heißt, wir werden jetzt unsere Allgemeinmediziner einfach mal auf Stufe 3 ausbilden. Dam. So. Befördern. So, okay. Haben wir jetzt noch nicht. Okay, und minus. Oh. Minus Rufbelohnung. Aber ist egal. Ist ja nicht so schlimm. So, ich habe jetzt hier viel Platz. Ich hatte jetzt eigentlich die Idee, dass wir jetzt sagen. Scheiße, es reicht nicht, ne? Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ah, schade. Das reicht nicht. Müsste ich so machen. Das können wir nicht machen. So geht's auch nie. Ach Mann, ach komm. Was ist, warte mal, was ist das hier für ein Raum? Ist das ein 3x3? 1, 2, 3 mal 3, ja. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Aha. Was könnte man noch in die Ecken machen? Könnte man hier noch ein Psychiater? Ist auch 3x3, ne? Ah. Boah, hier ist gerade echt die Hölle los, ne? 24-24 ist aber jetzt egal erstmal. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Wir brauchen definitiv noch einen Arzt. Ach, das ist scheiße. Weiterbildung brauche ich nicht. Wir könnten aber jetzt langsam schon mal ein Forschungszimmer bauen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Da könnte man schon mit der Forschung wieder anfangen. Das werden wir nämlich jetzt mal machen. Und das bauen wir auch mit hier hin. So.
abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ja, machen wir es so. Obwohl, warte mal, das können wir ein bisschen... So, dann machen wir das so. Das ist mir gerade egal. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir gehen jetzt gerade schon wieder... Alter, 105.000 kostet das Scheißding schon wieder. Ah, ist halt ein Forschungszimmer. Also, es muss jetzt auch nicht so... Nein, möchte ich nicht. Das ist Nigel Bickleberth. Auf Radio Two Point. Ich bin sicher, dass Sie mir zustimmen, dass dies ein wirklich außergewöhnliches Stück Musik war. Ein makelloses Beispiel eines nicht-diatonischen Kontrapunktes. Für weitere erschütternde Kompositionen bleiben Sie einfach dran. So, da könnte man ja eigentlich hier irgendwo... Könnte man nie, weil wir nirgendwo... Ah, Mann! Egal. Das Zimmer lassen wir jetzt so. Das ist mir egal. Das ist ein Forschungszimmer. Die sollen ja da keinen Spaß haben. Okay. Nee, machen wir jetzt erstmal noch nicht. Machen wir auch nicht. Und Station haben wir noch keine. Die zwei könnte man jetzt eigentlich einstellen und als Forscher... Wäre eine Idee, ne? Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn wir hier einen davon jetzt zum Forscher ausbilden. Ein Arzt wird in der Radiologie benötigt. Okay. Aber warum? Warum? Der Arzt hat doch zweimal Psychiater. Das gibt Diagnosekompetenz und Behandlungskompetenz plus 20%. Warum hat jetzt die Behandlung wieder nicht funktioniert? Das ist doch ein bisschen nervig jetzt gerade, ne? Dass die Behandlung nicht funktioniert, ist doof. Aber ist halt jetzt erstmal so, können wir jetzt gerade nichts gegen machen. Das Problem ist, die sterben wieder alle jetzt gerade in der Warteschlange, ne? Das kennen wir ja langsam schon. Okay, da haben wir schon mal einen Forscher. Oder eine Forscherin. Und ich habe schon wieder vergessen. Oh Mann! Ich habe schon wieder komplett vergessen. Warte mal, hier längst. Hier lang, ne? Genau. Hier. Und die gutste arbeitet. Jobs. Nein, interessiert mich gerade nicht. So, nur in der Forschungsabteilung und... Was machen wir? Ich würde sagen, wir... doch, den Megascanner würde ich sagen, ne? Komm, wir machen den Megascanner jetzt zu Ende. Wenn wir jetzt gleich noch einen Forscher bekommen sollten... Können wir dann direkt noch einen Forscher hier reinhämmern. Ah, guck mal, die sterben schon wieder. Die meisten sterben hier gerade echt wieder wegen Dings, ne? In der Warteschlange sterben die halt alle.
Ja, aber wir haben wir noch eine? Weil wir haben doch zwei Zischader hier, ne? Wieso kann ich immer jeweils nur eine aussuchen? Weil wenn ich jetzt hier hingehe... Jetzt geht's. Ah. Kostet halt zu viel, ne? Aber warte mal, wir können es ja mal kurz laufen lassen. Vielleicht kriegen wir das Geld schneller noch rein. Scheiße, läuft das jetzt? Nee. Der Hausmeister wird zur Reparatur des Röntgenstrahlengeräts benötigt. Und heute in Bickleberts Bewertungen spreche ich über die neue Bäckerei. So, ich weiß, wir sind jetzt im Minus, aber das wird sich lohnen. Sie finden dort eine atemberaubende Auswahl an musikalisch inspirierten Backwaren. Hoffentlich. Wie Streicherstrudel. Okay, Forschung haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Fünf Maracorons. Bitte reparieren. Also das Ding könnten wir dann irgendwann verbessern. Weil guck mal, wenn wir jetzt die Ärzte auf 5 machen, ein Arzt in die Psychiatrie, dann haben die Behandlungskompetenz 100% und Diagnosekompetenz 100%. Und den Arzt müssen wir langsam auch mal hier auf Diagnose trimmen. Ne? Den müssen wir mal ein bisschen hier verbessern. In beiden, nicht nur in einer, ich weiß. Die Ärzte kommen aber gleich wieder. Gut, die sind jetzt erst einmal in der Weiterbildung. Ein Filmstar schaut im Krankenhaus vorbei. Okay, und sobald die Psychiatrie gleich wieder läuft, müssten wir auch wieder langsam wieder ins Plus gehen. Auch wenn es jetzt momentan nicht so aussieht, aber müsste eigentlich danach wieder funktionieren. Was macht die gut hier eigentlich? Das ist meine Forscherin. Okay. Die hat jetzt gerade nichts zu tun, weil wir kein Geld haben. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. So, und jetzt haben wir nämlich zwei wunderbare Zischader. Nee, das... nein. Bleib mal hier, Mann! Genau, jetzt haben wir zwei Zischader. Ich will jetzt mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Mal gucken. Okay, auf der Seite funktioniert's. Können wir versuchen, ja. Aber ich glaube mal nie, dass wir es schaffen, aber wir können es versuchen. Jetzt will ich mal kurz auf der Seite hier gucken. Okay, hier sieht es auch wieder ganz okay aus. Wunderbar, dann laufen wir jetzt, hier sieht es auch genau, der nächste Patient wurde auch geheilt. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich doch. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von nur ein Sekunden unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. Wir müssen jetzt leider ein bisschen warten wegen Geld. Wir können jetzt gerade nicht so viel machen. Aber wir kriegen ja jetzt gerade wieder Geld rein. Also alles im grünen Bereich. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Aber wenn wir das verbessern... Diagnosevermögen plus 25%, ne?
Aber wir könnten natürlich auch den Hausmeister das nächste Upgrade geben. Aber bevor wir das machen, machen wir mal jetzt hier die Forschung weiter. Und ich würde sagen, allgemeine Forschung als Einnahmequelle für das Krankenhaus. Okay. Das gibt 20.000. Brauche ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Und hier kriegen wir 20.000 von den Kudosch. Okay, okay, okay. Könnte man machen. Gut, da könnte man hier das Zeug sammeln, aber ja. Ich würde eher sagen, dass wir jetzt erstmal Richtung Radiologie. Komm, wir machen Radiologie. Ein Arzt in die Forschungsabteilung. Das ist gar nicht so schlecht. Da hätten wir hier schon mal wieder einen Arzt, der auch nur in der Arztpraxis arbeiten soll, falls mal gleich wieder ein Arzt in die Pause geht. Dass die Zimmer immer belegt, also zumindest, ne? Versuche ich das, dass die Zimmer dann immer belegt sind. Hier vorne ist es kalt, ne? Habe ich gerade gesehen. Hat aber auch keiner gesagt, dass ihr da vorne tanzen sollt, ihr Idioten. Hohe Priorität, das machen wir hier auch. So. Eigentlich müssten wir unsere Allgemeinmediziner anpassen. Warte mal, wo ist denn das? Haus einlegen, Gehalt. Ja. Wow. Okay, das ist jetzt nicht so. Egal, wir machen das mal jetzt. Wir machen das jetzt einfach mal so. Und die eine Ärztin, die läuft da bei uns jetzt gerade dumm rum. So. Okay, wir brauchen definitiv erst einmal, bevor wir überhaupt weitergehen mit weiteren Diagnosezimmern oder mit weiteren Behandlungszimmern, besser gesagt, sollten wir definitiv erst einmal mehr Allgemeinmediziner. Hausmeister wird für die Reparatur des Megascanners benötigt. Wird doch schon. Man hat mir zugetragen, ich würde sagen, dass wir erst auf mehr Allgemeinmediziner gehen. Das würde mich wahrscheinlich in milde Aufregung versetzen. So, sie macht jetzt. Macht jetzt Pause und jetzt müsste eigentlich unsere andere Allgemeinmedizinerin gleich kommen. Zum nächsten Thema. Und somit müssten wir so ein bisschen so einen fließenden Übergang haben. Alter, hier ist was los, ey, bei der Aufnahme, ey. Meine Herren. Genau. Sie geht jetzt rein, das heißt, wir haben jetzt damit einen fließenden Übergang geschaffen, zumindest hier vorne schon mal. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Haben wir noch nicht. Okay, okay, und von 70. Wir haben 61. Okay. Wir brauchen halt, wir müssen jetzt, also wir brauchen definitiv erstmal, glaube ich, mehr Allgemeinmediziner, bevor wir jetzt hier auf mehr Behandlung gehen, sollten wir, glaube ich, wirklich erst auf mehr Allgemeinmediziner gehen. Das Problem ist aber, wir kommen gerade nicht so wirklich aus dem Minus raus. Obwohl es eigentlich jetzt
ja, es läuft an sich schon, ne? Also wir haben mehr als genug Patienten jetzt gerade, also es läuft an sich halt schon. Schlecht laufen tut's nicht. Also definitiv nicht. Ein Arzt wird in der Radiologie benötigt. Naja, wir können ja bald dann die Allgemeinmediziner auf Level 4 trimmen. Ich weiß gar nicht, was ist die höchste Stufe? Ist 4 oder 5 die höchste? Ah, sieht man jetzt hier nicht, ne? Ich würde gerne mal hier... egal. Oder ist Allgemeinmedizin 3? Warte mal, ist 3 das höchste? Könnte man das nicht auf 4 machen? Ah, vielleicht habe ich jetzt einfach keinen Arzt, den ich weiterbilden kann. Eigentlich könnten wir unsere Forscherin auch mal langsam verbessern. Ne? Die hat Forschungskompetenz 1 immer noch. Könnten mal gucken. Brauche ich nicht. Hier, die können wir lassen. Es ist die große Frage. Ich würde wirklich schon fast sagen, dass wir hier... Naja, obwohl... Na, hier würde ich gerne Frakturenstation hinbauen. Hier würde ich auch noch irgendwelche anderen Zimmer noch hinbauen wollen. Und hier nochmal Allgemeinmediziner. Ich glaube, hier machen wir nochmal die Allgemeinmediziner hin. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Weil bevor wir jetzt anfangen, hier weitere Behandlungszimmer zu bauen, was wir natürlich machen könnten, was aber nie wirklich Sinn macht, weil, ja, ist mir egal. 2 Preise gewonnen, naja. Besser als nichts. Weil wenn wir jetzt hier weitere Behandlungszimmer bauen, kommen ja noch mehr Patienten, ne? Und der Ruf, der steigt dann ja ein bisschen zu extrem. Und das kriegt man dann nie wirklich gebacken. Ich habe einen kranken Freund besucht, der die törichte Entscheidung getroffen hat. Das heißt, wir werden jetzt ganz schnell das Geld hier ausgeben, um zumindest schon mal das Grundstück zu kaufen. Und das Grundstück werden wir in der nächsten Folge bauen. Definitiv. Also, wir müssen jetzt erstmal hinbekommen, dass wir jetzt unsere Allgemeinmediziner erstmal wirklich entlasten können. Das müssten wir erstmal hinbekommen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns wirklich drum kümmern, um neue Behandlungsmethoden, ne? Um neue Behandlungen. Aber bevor wir das nicht haben, ne? Ist halt zu schade, haben wir ja erstmal. Wir haben ja auch hier eine Apotheke, falls jemand mal zur Apotheke muss. Wir haben ja sogar schon ein Spritzenhaus, aber ihr seht ja, ne? Die werden ja nie wirklich benutzt. Also wir haben zum Glück viele, die zum Psychiater gehen. Also Psychiater ist erstmal auch eine sehr gute Einnahmequelle. Megascanner sowieso. Ne? Unser Röntgenstrahlgerät auch. Und ich glaube, wenn wir jetzt mehr Allgemeinmediziner haben und die zwei hier vorne entlastet sind, läuft der Hase schon mal ein bisschen besser. Definitiv. Ne? Also dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.